Hallo liebe YouTuber, Outdoorer, Buschkrafter. Morgens, bevor ich aufstehe, mache ich mir erstmal noch so ein bisschen Gymnastik. So ein bisschen Radfahren in der Luft, die ganzen Gelenke und die Füße natürlich auch. Und das hilft mir, wenn ich meinen schweren Rucksack trage. Nicht, dass mir nachher die Knie wehtun. Mache ich das mal 2 Tage nicht, merke ich das sofort. Habe ich in der ersten Klasse in der Schule gelernt. Es funktioniert, macht es auch. Und euch wird es leichter fallen, den Rucksack zu tragen. Auch so ein bisschen an die Hüftgelenke denken, dass die Gelenke sollen geschmiert werden. Bevor man das erste Mal, auch nur morgens, wenn man aus dem Bett steigt, den Fuß auf den Boden setzt, sollte man das gemacht haben. Ist natürlich schwierig, wenn die Blase drückt. Aber kriegt man schon hin, wenn man sich daran gewöhnt hat. Es ist easy. So, aber heute wollte ich euch ja mein Alexika-Zelt zeigen. Das ist das Alexika-Zelt. Sieht so aus wie alle möglichen Einbogenzelte. Ne, ich gehe erstmal hier so davor. Ne, da hat man dann hier auf dieser Seite und auf der anderen Seite den Einstich. Den hat man hier auch. Ne? Den hat man hier auch. Aber hier hat man den Reißverschluss auf beiden Seiten. Das hier ist, kann man auch noch feststecken, ist für Regen. Ne? So. Und dann könnte man theoretisch mit seinen Trekkingstöcken hier ein wunderschönes Vordach machen. Ne? Das leuchtet euch, glaube ich, ein. Ne? So, ich schlage das aber jetzt einfach mal rüber, weil ich will euch ja noch mehr zeigen. Und natürlich hat man da auch ein schönes Meshfensterchen dann. Ne? Falls man zwar Vordach haben will, aber keine Mücken. So, und dann habe ich euch ja verraten, so sieht das aus. Ein super Zelt, kann ich euch empfehlen. Ihr seht ja auch, wie hoch hier dieses Teil kommt. Ne? Ist ein bisschen fummelig mit dem Aufbau, aber die Heringe sind erste Sahne. Das sind Aluteile und die sind gekröpft und sogar angespitzt. Ich nehme mal einen hier raus. Hier, den nehme ich einfach jetzt mal raus. Dann könnt ihr das sehen. So sehen die aus. Erste Sahne. Ne? Kann ich also wirklich empfehlen. So, und dann hatte ich euch was von einer Isomatte erzählt. Das ist die Isomatte hier. Eine erste Sahne-Matte. Die ist natürlich nicht so leicht, aber wer eben mit diesen Ultraleichtmatten schon losgezogen ist, der weiß auch, wie extrem begrenzt da die Haltbarkeit ist. Das kauft man sich ein, zweimal und dann sagt man irgendwie, oh, so 4 Wochen, das ist mir eigentlich eine zu kurze Zeit. Wenn dann auf einmal bupp die ersten Beulen dann da kommen. Ne? Aber man kann auch Glück haben. Also viele haben Glück. Ich scheine 50-50 zu sein. So, die hier ist von Scandia, längst nicht so teuer, aber liegt sich genauso schön. Und na gut, also ich sag so, beim Schlafsetup sollte man irgendwie mit dem Gewicht nicht sparen. Ne? Und das hier ist mein Winterschlafsack. Das Ding wiegt tatsächlich 3 Kilo. Ne? Da habt ihr, wenn er zu ist, komm mal hier rum, wenn der zu ist, ne, dann steht das hier so hoch. Ne? Also da zieht es einem nicht am Nacken oder so. Mir ist das sehr wichtig. Und er hat hier einen super, super Kragen, hat er, ne, mit noch 2x Druckknöpfen auf beiden Seiten. Ja, ich habe ihn für die linke Seite natürlich. Ihr seht, hier könnt ihr auch noch ein Handy oder was reintun. Auf jeden Fall. Ne, auch der Nacken, da ist nochmal Kragen, nicht nur auf der Vorderseite. Also super geil gemacht. Ne? Und hier die sozusagen Dichtlippe oder wie man das nennen will, dass am Reißverschluss keine Kältebrücke entsteht. Ist auch erste Sahne gemacht. Ne? Hier nochmal Klettverschluss, ne? Damit der Reißverschluss da nicht irgendwie aufgeht, von alleine aufgeht da über Nacht oder durch irgendwas anderes. So, ihr seht auch, wie dick der ist. Ne? So, ich mache den noch einmal zu, dann könnt ihr euch das gleich besser vorstellen. Ich lege mich da aber trotzdem nicht rein. Hier ist nämlich warm. Aber jetzt könnt ihr schon sehen, ne, wie hoch das hier so ist. Ne, also allererste Sahne, das Teil. Ne. Der ist von Alexika und heißt Aliut. Und wenn man, ich bin 1,86, aber der ist eigentlich nur für 1,85 gedacht. Ne, der Kompakt, der ist ja nochmal 300 Gramm leichter, weil eben etwas kürzer. Aber da er 2,10 Meter ist, dürfte es auch kein Problem sein, wenn man 1,86 ist. Ich habe jedenfalls noch nicht so, vielleicht bin ich auch geschrumpft, aber auf jeden Fall habe ich da noch keine Schwierigkeiten. So, das war's, glaube ich. Jetzt habt ihr alles gesehen. Isomatte, super Schlafsack, tolles Zelt. Ich gehe noch mal ein bisschen um das Zelt rum und da rein, damit ihr das besser sehen könnt. Ne, hoffentlich kriege ich auch hier die Kamera ab. Ja, geht ab. So, ne,
Ja, allererste Sahne, auch das Teil ist allererste Sahne von Scandica, die Matte, ne, von Alexica der Schlafsack und von Alexica auch das Zelt. Ne. Wie ihr seht, konnte ich es noch nicht so viel benutzen und ihr seht, auf der anderen Seite kann ich es auch machen, je nachdem wie das Wetter ist. Ich muss also das Zelt nicht umstellen. Ich habe zur Not 4 Eingänge oder eben 2 große Eingänge und hier zwischen könnte ich auch noch einen Schlafsack, einen Rucksack klemmen. So sieht's aus. Ja, ich mache jetzt noch mal das eben so ein bisschen rum. So. Ja, dann könnt ihr das besser sehen. Und ihr seht, ne, Belüftung ist da, ne, und Reißverschluss ist auf der anderen Seite genau das gleiche. Ne, darum kostet es ein bisschen mehr und man hat natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, das abzuspannen, aber hier ist ja kein Sturm oder was jetzt. Ne. Also, ihr habt es gesehen, mein Winter-Setup ist das, ne, und voll geil.